Okay, da wären wir. Sieh uns heute genau zu, Tom. Wenn alles glatt läuft, ist es ein Kinderspiel. Aber wenn nicht, muss man manchmal improvisieren. Klar, mach's mir einfach nach. Sam, Polly, wie geht's? Gut, danke. Und klein Julia? Ha, nicht mehr so klein. Sie wird eine richtige Nervensäge wie ihre Großmutter. Gut zu hören, Al. Wirklich gut. Also, hast du hier irgendwelche Probleme? Machen Penner Ärger? Nein, nichts in der Art. Gut, hast du also das Geld? Ich hab's im Hinterzimmer. Ich werde... Tommy Holz, du bleibst, wo ich dich sehe. Ich hatte einen schwachen Monatshirn. Hab mir Sorgen gemacht, ich hätte nicht genug. Al. Ich weiß, du würdest uns nie hinhalten. Aber mach dir ruhig Sorgen. Wie sollen wir dich und die kleine Julia ohne Geld beschützen? Holst du jetzt die Kohle, Tom? Wo ist das Geld? Infami, fetusi, voi ci succhiate il sangue. Es ist auf dem Tisch, brauner Umschlag. Via di qui. Lasciateci in pace. Ich hab's. Wir sehen uns nächsten Monat, Al. Gib Bescheid, wenn du was brauchst. Egal was. Mach ich, Sam, mach ich. Bestimmt. Und grüß deine Mutter von mir, ja? Okay, als nächstes fahren wir zu Eugene, Porzellanladen auf der Talon. Ist er noch nicht tot? Fast. Hab gehört, sein Neffe hat übernommen. Der Typ, dem der nächste Laden gehört hat, Tom, der heißt nicht Eugene. Das ist ein Chinese. Aber er klingt wie Eugene, also haben wir ihn so genannt. Pauli hat seinen Schädel auf die Theke geknallt. 1927, glaube ich. Ja, war zum Schreien. Danach gab's nie wieder Probleme. Wenn du genau hinsiehst, siehst du noch das Blut. Der arme Kerl hat es nicht weggekriegt. Wir kassieren bei einigen von ihnen ab, um die Banden von Chinatown zu erinnern, dass uns die Stadt gehört. Aber Eugenes Neffen kennen wir nicht. Vielleicht müssen wir ihn überzeugen. Wir sind da. Ich kümmere mich drum, Sam. Bist du sicher? Ich bin sicher. Er kümmert sich allein um den Laden? Ah, wenn Polly geladen ist, muss er allein etwas Dampf ablassen. Man muss ihn einfach machen lassen. So ist er eben. Manchmal hört man es in seiner Stimme. Dann muss er den einsamen Wolf geben. Hält ihn glücklich. Ja, Eugenes Neffe hat gerade nicht viel Spaß. Dann gibt es kein Halten für Polly.
Wir haben mal einen Schneider in Holbrook in die Mangel genommen. Der sitzt jetzt im Rollstuhl. Da kommt er. Er arbeitet schnell. Fahr, bevor die Bullen kommen. Wir fahren zu Bill ins Motel. Wir haben das Geld von Eugenes Neffen nächste Woche. Plus Bonus. Geht es ihm gut? Es geht ihm gut. Und die Ladentheke? Ja, hat ein bisschen Sauerei abbekommen. Viel Sauerei? Ja, kriegt er schon weg. Sobald er wieder stehen kann. Willst du wieder mit uns los, Tom? Dann gibt's noch mehr Geschichten über chinesische Neffen, die ihr eigenes Blut von Ladentheken schrubben. Ja, sieht nicht so kompliziert aus. Nicht kompliziert? Wie meinst du nicht kompliziert? Weiß nicht. Scheint euch Kerlen zu liegen. Könnte mir also auch liegen. Also könnte das jeder machen. Pauli und ich machen das hier schon seit Jahren. Dann kommst du und denkst, du weißt schon alles? Das meine ich nicht, Sam. Das ist dein erster Tag, Kumpel. Du weißt noch nicht, was wir machen oder wie wir es machen. Sam, vielleicht solltest du... Nein, Pauli. Dieser Penner glaubt, er kann den großen Mann markieren? Typen wie ihn mache ich fertig. Ich glaube, du solltest dich entschuldigen, Tom. Entschuldigen, hä? Würde ich ja, wenn du dein beschissenes Grinsen besser verstecken könntest. Du hast ihn gekriegt, Sam! Du hast ihn! Ich konnte deine volle Hose von Weitem riechen. Nee, konntest du nicht. Bei Little Tonys erster Runde mit uns habe ich ihn klein gekriegt, bevor er mich durchschauen konnte. Ja, du hast dich besser geschlagen. Gott, ich hasse es hier draußen. Du hast es doch überall. Ja, aber hier, das ist schlimmer. Warum ist so ein abgelegener Laden auf unserer Liste? Hier draußen ist der sicherste Ort für Geschäfte. Kartenspiele, für fast alles, was wir machen. Wir erwarten heute einen Haufen Kohle. Der Kerl schuldet uns viel. Wenn er es nicht hat, wird der Boss sauer. Ja, der Laden verdient gut. Oft scheffeln die Läden die meiste Kohle, von denen die meisten Leute das gar nicht erwarten. Das Motel hat seit kurzem eine neue Einnahmequelle. Letzter Stop for Lost Heaven für Rum aus Kuba. Die fahren damit so weit? Natürlich. Und deshalb können wir so viel Geld dafür nehmen. Bills Motel ist zum Umschlagplatz für das Zeug geworden. Salieri bewacht es, aber er lässt es auch die anderen Familien benutzen. Sogar Morello? Des Friedens willen? Klar. Und es ist so weit draußen, dass es niemanden juckt. Solange alle ihren Schnitt machen, rüttelt niemand daran. Vermisst noch irgendjemand den Anblick der Straßen und Gehsteige? Ist wohl kein großer Naturbursche, Pauli. Der mag gar nichts. Drinnen, draußen, in der Stadt, außerhalb der Stadt. Ich hasse es hier. Als würden wir auf einem Feld Fusel handeln oder sowas. Man steckt immer knietief in der Scheiße. Und meistens ist es verdammt kalt und dunkel. Gut, dass wir dich jetzt haben, Tom. Du kannst alles erledigen, was Pauli hasst. Zu euren Diensten. Okay, wir sind da. Endlich. Warte hier auf uns, Tom. Wir sind gleich zurück. Okay. Oh mein Gott, Pauli! Sag Salieri, der Laden gehört ab sofort uns. Kapisch? Komm bloß nicht zurück. Sonst geht's dir noch schlechter als deinen Freunden. Hol Sam! Sie wollen Informationen aus ihm rausprügeln. Du brauchst einen Arzt. Das kann warten. Hol Sam da raus. Okay. Okay, warte hier. Die Autos zerstört. Ich will einen Namen.
Was meint er? Ich muss die Augen offen halten. Sofort hierher! Die anderen dürfen den Puff bewachen und ich bin hier. Das muss ich mir ansehen. Die anderen dürfen den Puppen... Oh.